Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 4. Ich bin's euer Donno und heute zocken wir wieder eine Runde, habe ich mir gedacht. Heute allerdings nicht den normalen Singleplayer-Mode. Heute zocken wir mal einen Mod, der nennt sich LCPD FR-Mod oder auch Liberty City Police Department First Response Mod. Ich starte den mal mit Alt und P. Und unsere Aufgabe ist es, einen Polizisten zu spielen. Und ich würde sagen, das machen wir auch direkt. Ja, wir spielen einen Polizisten, wir gehen auf Streife. Nicht wundern, warum hier ein toter Kerl liegt. Ich habe gerade eine Testaufnahme gemacht und der ist dann gestorben, aus Versehen. Nun gut, wie man sieht, sind wir jetzt in einem Polizeirevier. Und wir dürfen uns einen Charakter auswählen. Wir nehmen heute mal den hier, den Frank. Der hat auch schon genau das passende Gesicht, was ich haben wollte. Mit dem Mustache hier, ja. Richtig gut. So, dann gehen wir hier in diesen linken Raum rein. Wir haben dann noch ein kleines Büro. Health Packs hier. Und dann hier noch eine Schutzweste. Und hier haben wir einen Begleiter, den wir mitnehmen können mit der E-Taste. Komm mal mit, mein Freund. Und jetzt gehen wir auf Streife. Ich werde mal, denke ich mal, 15 Minuten aufnehmen. Vielleicht ein bisschen länger. Mal schauen, wie sich das denn hier so gleich ergibt und so ergeben wird, ne? Wir dürfen uns ein Auto auswählen. Ich nehme jetzt den hier. Wir haben eine Auswahl zwischen den, ne? Aber ich nehme den hier. Normalen Polizistenwagen hier, Polizeiwagen. Mann, ich hab's auch mit meinen Versprechern hier. Der Vorteil, Polizist, wir dürfen fahren wie Sau. Das stört eh keinen, da wir Polizisten sind. So, wir fahren mal theoretisch Streife. Und wir werden bald zu einem Fall gerufen, sehr wahrscheinlich. Das wird automatisch kommen. Mal länger, mal kürzer, je nachdem. Ich fahre jetzt gerade mal so rum. Sollte sich jetzt nicht gleich was tun. Werde ich natürlich den Debug-Mode benutzen, um euch einfach mal alles zu zeigen vom Mod. In der begrenzten Zeit, die wir heute haben. Ich würde sagen, wir starten mal eine Mission. Da müssen wir Alt und F11 drücken. Normalerweise ist es dann so, dass normalerweise das von selbst kommt, wie gesagt. Wir dürfen jetzt hier mit Ja drücken, mit J. Und dann haben wir unseren ersten Fall. Und unser erster Fall besteht darin, ein Suicide Object, jemand, der sich umbringen will. Okay, da fahren wir mal zum Tatort. Und wir müssen ihn überreden, dass er es nicht tun soll. Wo ist er denn? Er ist wahrscheinlich hier in der Gasse. So. Dann gehen wir lieber mal schnell dahin. Weil wenn er stirbt, ist nicht so geil. Da ist er. LCPD, drop it now. Und wir müssen mit E in den grünen Bereich kommen. So. Er hat aufgegeben und jetzt drückt man mit E und verhaften ihn. Sehr schön. Unseren ersten Fall abgeschlossen schon. Und mit F9 können wir den jetzt ins Polizeirevier fahren. Das machen wir jetzt auch. So. Take the suspect to a nearby police station. Wow, hat mich der Wagen jetzt erschrocken. Und das machen wir jetzt auch. Da fahren wir den jetzt rüber zur Polizeistation. Der steigt auch von selbst ein. Was schreien hier denn die Leute rum? Hm, die sind drauf, ey. Guck mal kurz auf der Karte. Ah, hier einmal rechts fahren. Ja, sind wir ja fast um die Ecke. Sehr schön. Hier rechts dürfen wir eigentlich gar nicht reinfahren, ne? Egal. Ich bin Polizist, ich darf das. Ich spiele sehr wohl Play-like, wie man sieht. Und hier links ist eine Mission, aber da kümmere ich mich jetzt nicht drum, weil wenn ihr in diesem Mode seid, habt ihr ein gemoddetes Model, ne? Ein gemoddetes Model. Und das heißt, sobald ihr eine Mission startet mit einem Polizisten oder so, stürzt das Spiel ab. So, wenn wir jetzt im Kreis reingehen, dann verschwindet der und Mission geschafft. Zack. So, den haben wir abgegeben. Und ich würde sagen, unsere nächste Mission erwartet uns wahrscheinlich schon. Ein Drug Deal. Okay, dann fahren wir da direkt mal hin. Drogendealer. Ich bin mal gespannt, ob die sich freiwillig ergeben. Wow. Ja, ich bin nicht gerade der beste Polizist. Mit der Numpad 7-Taste können wir den hier machen. Und das geht auch mit 7, 4 und 1, ne? Und die sind hier unten. Scheiße, wir kommen mal da jetzt runter. Ich will ungern ohne Auto dahin. Da sind sie schon. Wir müssen jetzt sehr vorsichtig vorgehen. Wenn die auf mich schießen, haben wir ein Problem. Ich
habe natürlich keinen Gottmod an. So, einer muss erschossen werden und den anderen verhaften wir. Da hinten läuft er. Wir müssen da schnell hinterher. Am besten nehmen wir eine andere Waffe in der Hand. Kann sein, normaler Silber dadurch schneller, ne? Wenn wir keine Waffe in der Hand haben. So, ey. Wir müssen den anvisieren und dann müssen wir E drücken im richtigen Moment. Das ist zwar ein bisschen kompliziert, besonders wenn wir Enemy-Controller und Tastatur spielen. Der hält nicht an. Scheiße. Halt jetzt an! So. Hände hoch. Ich sag's nur. Der wird nicht anhalten. Scheiße. Komm jetzt hier. Okay. Soll es auch Leute geben, die sich nicht ergeben? Und wieder hat die Stadt einen Drogendealer weniger. So, dann zurück zum Auto natürlich und zur nächsten Mission direkt. Wo haben wir den denn geparkt? Scheiße. Da hinten, glaube ich, ne? Ist zwar jetzt nicht die feinste Methode, eines Polizisten einfach mal alle abzuknallen. Wow. Doofe Holzbretter. Ah, guck mal, perfekt. Ich wusste nicht, wo der Wagen steht. So. War nur geraten, dass er da ist. Und unser Partner fehlt noch. Der läuft da rum. Kann sein, dass er den Weg nicht findet. Da fahre ich ohne den weiter. Ne, da kommt er. Sehr schön. Okay, Frankie, steig ein. Und mit F und mit der Numpad 1-Taste machen wir den. Pull over or we'll shoot your tires out. Pull over ist ein gutes Stichwort, denn ich werde jetzt jemanden anhalten. Und wir haben ein Domestic Disturbance. Das klingt für mich wie Ruhestörung. Und ich würde sagen, da fahren wir doch mal hin. Kürzen kurz den Weg ab. Geht das hier? Ja. Halbwegs geht das. Wow. Dass sie mir auch fast ins Auto reinfahren, weißt du? Wow. Wie man sieht, hat sich zum Beispiel gerade der Fall auch getriggert. Wenn ihr den Mod haben wollt, ich werde in der Beschreibung nochmal hinschreiben, wie der genau heißt. Ich kann leider keine Links posten, da ich nicht genau weiß, wie YouTube bei sowas ist. Da es Fälle gibt, wo Leute schon wegen YouTube-Links gebannt wurden, mache ich das eigentlich nicht so gerne, Links zu posten, noch in der Beschreibung. So, wir sind am Tatort. Okay, wir sollen den Typen verhaften. Der schlägt die Frau. Was ist denn? Hier ist eine Schießerei am Stande, okay. Da werde ich mich gleich drum kümmern. Wir holen uns einfach schnell den Typen. So, wir machen F10, Prisoner Transport und drücken F12. Okay, der ist eh dissipiert, das kommt vor in Gebäuden. Da sind leider noch ein paar Bugs drin. Auf was hat denn der gerade geschossen? Ich habe keine Ahnung. So, wir brauchen noch was Spannendes hier. Ich würde sagen, ich trigger jetzt mal was Interessantes. Shoot Fire klingt doch gut, oder? Das kann ein bisschen gefährlich jetzt werden. Scheiße, wie kommen wir denn jetzt da hin? Okay, das ist hier vorne. Da müssten wir da vorne raus. Okay. Da müssen wir hier rum. Muss sich manchmal ein bisschen orientieren hier. Aber Shoot feiert ist nie gut. Wie wir auch gleich feststellen werden. Oh shit. Oh oh, da vorne sind sie, das sind ein paar. Ich würde sagen, wir holen ein bisschen Verstärkung, dafür steigen wir ins Auto ein. Drücken die E-Taste, so, dann kommen wir hier in dieses Menü. Drücken Login, gehen auf Request-Menu und Request News Ground Support. Und es ist on its way. Die müssen jetzt gleich jeden Moment hier eintreffen. Wow, was war das denn? Ah, der News Support ist da. Der hat mich fast überfahren. Okay. Ah, ich habe kein freies Schussfeld. Scheiße.
Ich habe übrigens den schweren Mode installiert von dem Mod. Es gibt ja zwei Modes. Ich habe jetzt den Hardcore-Mode installiert. Einfach um mehr Verbrechen zu haben und so. Da müsst ihr auch drauf achten. Wenn ihr den installiert, es gibt einmal den Mode, ich glaube Casual-Mode und dann Hardcore-Mode. Keine Ahnung, im Casual-Mode ist sehr wenig mit so geilen Aktionen hier wie Schüssen, Schießereien und sowas. Da sind meistens nur sowas wie, keine Ahnung, hier, wie man gesehen hat, Ruhestörung oder was weiß ich, häuslicher Streit und sowas. Was ist mit dem los? Warum fährt denn der weg? Was ist eigentlich kaputt bei dem? Ich weiß es nicht. Da hinten hängt nur einer hinter Wagen. Ich würde sagen, den locken wir mal schnell hervor. Na komm. Gut, sind ein paar Autos kaputt gegangen und auch gleich wird auch mein Wagen explodieren, wenn ich den nicht schnell wegbringe. Egal. Ich will den. Wow. Oh oh, oh oh, oh oh, oh. Ich werde sterben, ich werde so sterben. Lauf, lauf, lauf. Lauf, Frank. So, da haben wir ein kleines Chaos angerichtet. Wo ist der Sack? Da hinten. Na warte. Nein! Oh, puh. Der eine Wagen hat gebrannt, deswegen renne ich da schnell weg. So, der Sack ist hier runtergelaufen, den hole ich mir. Wo bist du? Da. Der wird gleich auf mich schießen. Oh oh. Tja Leute, das nenne ich Glück. So, schauen wir uns noch eine, ich würde sagen, eine Verfolgungsjagd an, ne? So, der Wagen ist da vorne. Ich guck mal kurz auf dem Radar, wo der sich hier befindet. Hier hinten am Block. Okay, da müssen wir hier rechts rumfahren. Ich hoffe, der kommt mir entgegen. Das wäre natürlich nice. Oder der fährt unten lang. Okay, da müssen wir jetzt schnell sein. Weil der wird nicht auf dem Radar ewig angezeigt. Aber wir können F10 drücken. So, da können wir uns einen Hubschrauber herbeirufen. Der hilft uns dann beim Suchen. Ist jetzt hier links vorbeigefahren? Ja, scheiße, da vorne fährt er. Und ich drücke noch F12. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Verstärkung gerufen. So, ich rufe mal schnell hinterher. Weil es keine spektakuläre Polizeiverfolgung gibt, geilere. So, er ist verhaftet. So, den holen wir uns. Hände hoch. So, den holen wir uns mit F10 weg. Oh. Passiert. Okay Leute, ich würde sagen, dann machen wir noch eine Runde Hubschrauberverfolgung. Bis gleich. So Leute, da sind wir wieder. Ich bin jetzt in der Luft, habe den Polizeihubschrauber besorgt. Und ich würde sagen, wir suchen uns noch mal eine schnelle Verfolgungsjagd. Shots fired? Nee. Ich würde eine Polizeiverfolgung. Weil auf der Luft sieht das auch geil aus. Moment. Dauert manchmal ein bisschen. Manchmal triggert das leider noch nicht richtig. Der Mod befindet sich, glaube ich, jetzt in der Release Candidate Stadium. Das heißt, wir müssen bald fertig sein damit. Zumindest heißt für mich RC Release Candidate. Ne? Kommt nichts Gescheites zustande. Okay. Dann würde ich sagen, nehmen wir den spät gleich hier Shots feiert und sagen, okay. Das haben wir gleich hier vorne. Und da sind sie. Die schießen natürlich auch auf uns. Ist ja klar. Aber ich bin ja nicht blöd. Ich werde mich jetzt erstmal kurz mich irgendwo auf dem Dach stellen. Damit ich die alle schön von da oben abschießen, sagen wir mal so. Dafür muss ich jetzt landen. Ziemlich hoch hier, ne? Ich hoffe, das passt jetzt. Ich habe keinen Bock, dass der Hubschrauber kaputt geht. Ach, egal. Okay. Das sah komisch.
Dann würde ich sagen, Leute, ich hoffe, euch hat diese kleine Mod-Vorstellung gefallen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, könnt ihr natürlich auch noch ein, zwei Videos davon machen. Da war jetzt nur ein bisschen so random dahergegriffen. Wir haben natürlich leider noch ein paar Bugs im Spiel, besonders wenn man stirbt, dann sind die Feinde noch vorhanden und sowas. Ich hoffe, euch hat heute das gefallen, das kleine Video. Wir sehen uns dann beim nächsten Video, ne? Haut rein, Leute, und ciao.